Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und eröffne die 133. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Kolleginnen und Kollegen, zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1 bis 3 und 5. Auf Wunsch der antragstellenden Fraktionen soll Tagesordnungspunkt 15 nach 57 aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend gute Bedingungen für Auszubildende in Hessen, Drucksache 19/6188. Die Dringlichkeit wird bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird das Tagesordnungspunkt 59 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 41 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiter eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend duales Studium stärken, Fachkräftemangel entgegenwirken, Land Hessen als Arbeitgeber gefordert, Drucksache 19/6191. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Tagesordnungspunkt 60 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 44 zu diesem Thema aufgerufen. Heute tagen wir vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 41 zusammen mit Tagesordnungspunkt 59. Dann folgt 44 zusammen mit Tagesordnungspunkt 60. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 40. Stimmt? Ja. Entschuldigt fehlen heute Herr Ministerpräsident Bouffier und Staatsminister Lorz ab 15 Uhr wegen der Trauerfeier für Kardinal Lehmann, Frau Staatsministerin Puttrich ab 13 Uhr und Frau Staatsministerin Hinz ab 12.30 Uhr. Entschuldigt sind auch die Abgeordneten Dorn und Löber. Sie sind erkrankt. Heute Abend ab 19 Uhr findet der Parlamentarische Abend der Technischen Universität Darmstadt im Restaurant des Hessischen Landtags statt. Und außerdem tagt im Anschluss an die Plenarsitzung der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in Sitzungsraum 204M. Kolleginnen und Kollegen, ich habe noch zu einem Geburtstag zu gratulieren. Sein Geburtstag begeht heute Abgeordneter Heiko Kassergat. Nein, danke. Herzliche Glückwünsche im Namen des Hauses. Und es gibt auch noch einen kleinen flüssigen Gruß. So, Kolleginnen und Kollegen, damit können wir in die Tagesordnung einsteigen.